Community, was geht? Heute dürfen wir nur die Farbe looten des OG-Skins, den wir zufällig bekommen. Ich habe alle OG-Skins, also meiner Meinung nach ist Galaxy-Skin auch OG. Zum Beispiel hier OG Ghoul Trooper oder OG Skull Trooper oder Renegade Raider, Recon Expert, habe ich alle favorisiert. Und dann werden wir quasi einen zufälligen von diesen favorisierten OG-Skins bekommen. Wenn es zum Beispiel Ghoul Trooper ist, dürfen wir nur lilane Waffen benutzen, weil er ja lila ist. Recon Expert ist zum Beispiel blau, dann dürfen wir nur blaue Waffen benutzen. Und zum Beispiel beim Renegade Raider werden es nur legendäre, also goldene Waffen. Danke für über 15.000 Likes auf das letzte Video. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Dr. Light und Jane Luca Osmer, weil die beiden haben ein Abo und ein Like dagelassen. Also falls ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden wollt, lasst unbedingt ein Abo da oder ein Like, beziehungsweise am besten beides, und schreibt Hashtag Abo und Like in die Kommentare und dann könnt ihr vielleicht auch gegrüßt werden. Okay, Freunde, wir haben auf jeden Fall die Funkel-Spezialistin. Ey, die Skin-Kombi schaut übel heftig aus mit Galaxy-Spitzhacke, OG Skull Trooper Backbling. Wir dürfen nur lilane Waffen benutzen und müssen einen epischen Sieg holen mit mindestens 10 Kills. Die Schwierigkeit wird es aber sein, eine lilane Waffe überhaupt zu finden. Und was ich euch noch gar nicht erzählt habe, ich werde noch eine Real-Life-Story erzählen, wie mein Lehrer mir damals zu einer 1 in Mathe verholfen hat. Das ist eine richtig lustige Story. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Story. Ich würde auch sagen, wir landen direkt Sweaty Sands in der Hoffnung, dass niemand mitkommt, weil es wird richtig schwer sein, eine lilane Waffe zu finden. Wo fange ich mit der Real-Life-Story an? Ich war auf jeden Fall in der 9. Klasse und ich war in Mathematik schon immer so richtig schlecht. Schreibt mal eine 1 in die Kommentare, wenn ihr auch so richtig schlecht in Mathe seid, und eine 2 in die Kommentare, wenn ihr sagt, okay, nee, Mathe geht eigentlich völlig klar. Bei mir war es so, auf jeden Fall bis zur 5. Klasse, ich war sogar auch ein guter Schüler, was Mathe angeht. Also wirklich, ich war ehrlich nicht schlecht in der Schule, bis zur 5. Klasse, aber ab der 6. Klasse, wo Brüche und alles kamen, so kannte ich eigentlich nur Knochenbrüche. Nein, auf jeden Fall, so, ich war in Mathe echt Legastheniker. Ich bin auch in der 10. Klasse wegen Mathe durchgefallen. Das ist auch eine lustige Story. Wollt ihr die auch hören, schreibt es in die Kommentare. Und die Story ist aber mit einer der lustigsten, weil ihr müsst euch vorstellen, immer wenn wir Mathe-Schulaufgabe geschrieben haben, das Ding ist, ich war halt übelster Liebling in der 9. Klasse bei meinem Mathe-Lehrer so, weil der hat bei mir in der Nähe gewohnt und wir sind manchmal zusammen zur Bahn gegangen. Heißt, ich hatte schon übelste Pluspunkte bei meinem Mathe-Lehrer. Nein, eine blaue Tactical und ich muss sie liegen lassen. Ich hatte schon übelste Pluspunkte bei meinem Mathe-Lehrer. Oh no, da ist ein Gegner. Freunde, da sind übelst viele Gegner. Auf jeden Fall hatte ich übelste Pluspunkte schon bei meinem Mathelehrer, weil wir uns immer so in der Früh gesehen haben und ein bisschen geschnackt haben. Und man könnte schon sagen, so, ich war sein Liebling. Weil ich habe kaum im Unterricht mitgemacht, habe kaum aufgepasst und nur gute mündliche Noten bekommen. So nur 1er und 2er, quasi fürs Nichtstun. Ich habe nicht mal gute Antworten geliefert. Und ihr kennt es doch, wenn der Lehrer euch so richtig random aufruft, ihr nicht die Antwort wisst und es so übel peinlich ist, weil euch dann jeder anschaut. Genauso war es immer bei mir. Also wirklich jedes einzelne Mal, wenn er mich aufgerufen hat, ich wusste nicht die Antwort und ich habe trotzdem eine 1 oder eine 2 mündlich bekommen für meine Bemühungen. Also meistens immer eine 2, aber ich hatte sogar einmal eine 1 bei einer Abfrage. Da hat er mir aber auch zum größten Teil voll geholfen. So voll der Ehrenmann war, das müsst ihr euch vorstellen. Und jedes Mal, also Heelstuff darf ich benutzen, Freunde. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Schulaufgabe geschrieben haben, habe ich halt auf krank gemacht und habe sie immer nachgeschrieben, weil bei der allerersten Schulaufgabe, die ich nachgeschrieben habe, das ist eigentlich übel die lustige Story. So, ich habe halt immer nur, also wenn wir eine Ex geschrieben haben, eine unangekündigte Stegreifaufgabe, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber die meisten von euch müssten das, glaube ich, kennen, habe ich halt auch meistens gefehlt, wenn ich so eine Vermutung hatte, weil ich war halt wirklich gar nicht gut in Mathe. Also wirklich so richtig schlecht. Nicht nur so ein bisschen schlecht, sondern wirklich so richtig schlecht, dass ich nur 5er und 6er geschrieben habe. Ey, nein, er pusht mich. Bitte nicht, Bruder, komm schon. Bitte nicht. Das Schwierige ist halt, überhaupt eine lilane Waffe zu finden. Wir hätten den Easy geholt, hätten wir eine Waffe wenigstens gehabt. Aber ey, ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens keinen legendären oder irgendwie lilanen Skin bekomme. Gibt es überhaupt einen grünen OG-Skin? Ich denke nicht. Das Beste, was wir jetzt bekommen könnten, ist eigentlich Recon Expert. Oder was gibt es eigentlich noch für blaue OG-Skins? Blaumütze ist eigentlich auch noch OG. Also falls ihr Blaumütze habt, ihr seid OG, dann was ist noch OG? Aber ich wette, wir bekommen jetzt eh irgendwie Renegade.
Warte, das ist doch die Ritterin aus Season 1. Welche Seltenheitsstufe hat die? Wartet mal kurz, ich muss schnell nachschauen. Okay, Freunde, die royale Ritterin hat auf jeden Fall die Seltenheitsstufe blau. Heißt, wir dürfen zum Beispiel nur blaue Waffen aufheben und müssen jetzt damit 10 Kills machen. Let's go. Wo war ich stehen geblieben mit der Real-Life-Story? Jede Stegreifaufgabe und jede Schulaufgabe geschwänzt, weil ich wusste, ich kann das nicht und ich werde eine schlechte Note schreiben. Wurde dann abgefragt, habe dann übelste Pluspunkte bekommen und hatte dann mündlich immer so eine 1 oder eine 2 und Schulaufgaben immer so 5er und 6er und stand dann trotzdem noch auf meiner 3 oder so. Das war halt so übel krass und das habe ich halt von der 6. bis zur 9. Klasse eigentlich immer so durchgezogen. So eigentlich übel lustig, wenn man sich das so im Nachhinein so überlegt. Und eines Tages war es dann auf jeden Fall so, wir haben wieder eine Schulaufgabe geschrieben und ich konnte halt wirklich nichts. Kennt ihr das, wenn ihr am Abend bzw. tagsüber euch so denkt, okay Bruder, morgen für die Schulaufgabe, morgen für den Test, Bruder, ich lerne richtig viel, ich werde es können, komm, morgen bei der Schulaufgabe, ich werde absolut zerreißen. Und dann den ganzen Tag über, ihr verschiebt es auf den Abend, ihr verschiebt es, auf einmal ist es 20 Uhr, ihr denkt euch so, ey komm, paar Fortnite-Matches gehen noch, ey komm, eine Serie auf Netflix geht noch, komm Bruder, ich werde das schon packen mit der Schulaufgabe, wird nicht schon so schwer sein. Dann auf einmal ist es absolut 0 Uhr und ihr habt immer noch nichts gelernt. Und am nächsten Tag macht ihr dann so auf krank oder im schlimmsten Falle eure Eltern erlauben es euch nicht zu Hause zu bleiben und dann müsst ihr die Schulaufgabe schreiben und schreibt so eine übel schlechte Note so, ihr seht so die erste Seite von der Schulaufgabe und denkt euch so, ach nö, Alter, ich kann hier wirklich gar nichts. Blaue Pistole schon mal. Ist besser als nichts. Ich bin dankbar, Freunde. Immer dankbar sein. Ganz wichtig. Und dann denkt ihr euch so, ach nö, Alter, was ist jetzt hier los? Haben wir das überhaupt jemals dran gehabt und so? Ihr wisst so wirklich gar nichts. Also, ihr checkt wirklich gar nichts, was hier überhaupt abgeht und denkt euch so, Alter, hä? Das haben wir schon mal gelernt und so. Und genau so ungefähr war das bei mir. Ich dachte mir so, Alter, was sind denn das für Zahlen und so? Ich werde das niemals morgen können, so. Erstmal auf krank getan. So, kennt ihr... Falls es meine Mutter jetzt hier sieht, das tut mir leid. Aber kennt ihr das, wenn ihr auf Toilette geht, euch den Finger in den Rachen steckt und extra kotzt, dass ihr nicht in die Schule müsst? Ich extra zu meiner Mutter schon um 10 so gesagt, ja Mama, ich bin etwas krank, mir geht's nicht so gut. Also das, was ich euch gerade erzähle, das ist wirklich so ein Lifehack. Also wirklich, wenn ihr mal so unbedingt auf krank machen wollt für eine Schulaufgabe oder so, verwendet diesen Trick. Der klappt eigentlich zu 90%, außer ihr habt so Eltern, die sagen, nee Bruder, wenn du kotzt, du musst trotzdem in die Schule. Auf jeden Fall habe ich mir Finger so tief in den Rachen gesteckt, wie es geht und dann die übelsten Kotzgeräusche auf der Toilette gemacht, sodass ich halt zu Hause bleiben durfte. Es war auf jeden Fall richtig lustig, was ich alles gemacht habe, dass ich diese Schulaufgabe nicht schreiben muss, weil ich konnte das halt wirklich nicht. Also ich konnte das gar nicht. Ich war in Mathe so ein Legastheniker. Also wirklich, wenn ich sage, ich war in Mathe ein Legastheniker, dann war ich wirklich ein Mathe ein Legastheniker. Ich war so schlecht in Mathe, das war Katastrophe. Auf jeden Fall hat dann meine Mutter gehört, wie ich in Anführungsstrichen, also wirklich in Anführungsstrichen kotzen musste. Wer kennt das von euch? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer hat schon mal so richtig krank simuliert, dass er zu Hause bleiben durfte von der Schule? Jetzt mal eine 3 in die Kommentare. Und wer sagt, nee Bruder, ich gehe immer in die Schule, beziehungsweise muss immer in die Schule... Egal was ist, dann eine 4 in die Kommentare. Dahingehend, ich muss mich auch nochmal, also wirklich, meine Mutter war dahingehend echt chillig. Also wirklich, sie war so krank chillig. Sie hat mich eigentlich, also wirklich in der 9. Klasse, macht das nicht nach, Freunde, weil das ist echt nicht gut, was sich auf euer Zeugnis und eure Mitarbeitsnoten auswirkt. Aber ich war halt eigentlich bei den meisten Lehrern so Liebling, vor allem bei meinem Mathelehrer zu dem Zeitpunkt. Da konnte ich mir das erlauben. Okay, Freunde, ich muss jetzt einen Gegner mit einer Pistole holen. Ist es gerade wirklich passiert? Er hat sich selber mit dem Rocket Launcher geholt. Bruder, dein Ernst? Egal, er hat wenigstens einen blauen Rocket Launcher für uns. Let's go. Auf jeden Fall hat mir meine Mutter dahingehend echt viel abgekauft, beziehungsweise es einfach durchgehen lassen, weil sie ganz genau wusste, dass ich schlecht in Mathe bin und dass es besser wäre. Ich hab ihr dann auch immer so versucht zu erklären, ey Mama, bitte, ich werde eine schlechte Note schreiben und so. Und meine Mutter war dahingehend echt eine Ehrenfrau. Also wirklich eine Ehrenfrau. Einmal Hashtag Ehrenfrau dafür in die Kommentare. Jetzt noch eine blaue Pump und ich bin so zufrieden. Schade. Oh mein Gott, let's go. Ich muss den Rocket Launcher eigentlich fast schon weglegen. Und auf jeden Fall war dahingehend meine Mutter echt eine Ehrenfrau. Also wirklich, Mama, falls du das hier siehst, Kuss geht raus, Alter. Sie hat da immer Verständnis gezeigt und mich einfach zu Hause gelassen. Und dann war es so, dass ich quasi Mathe nachgeschrieben habe. Und jetzt gebt euch mal diese Story. Wie viel Glück, also wirklich, wie viel Glück kann man bitte haben in seiner Schullaufbahn mit den Lehrern, dass man wirklich so viel Glück hat. Also mein Mathelehrer war zu dem Zeitpunkt der allergrößte Ehrenmann.
Also wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ich habe diese Schulaufgabe nachgeschrieben. Ich saß da, boah, wie viel Zeit hatte man immer für eine Schulaufgabe bei, noch zur Realschulzeit? Ich glaube irgendwie so eine Stunde oder eineinhalb Stunden, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eine Stunde. Und der Mathelehrer hat halt so gesehen, okay, nach 40 Minuten, ich hatte kaum was auf dem Blatt stehen und alles, was ich da stehen hatte, war so halt so völliger Schwachsinn. Also was machst du da? Er kommt so zu mir, er so, was machst du da und so. Und dann er so, ja, schau hier. Also er so, das bleibt jetzt unter uns, was ich dir sage und so. Ich dachte mir so, nein, als ob er so ein Ehrenmann ist. Ich so, nein, wie viel Glück kann man haben? Dann der Ehrenmann, also wirklich, der Ehrenmann, so, das, was ich jetzt mache, sagst du wirklich keinem, weil ich habe halt als einziger die Schulaufgabe nachgeschrieben. Also das, was ich jetzt mache, sagst du wirklich keinem. Wisst ihr, was er gemacht hat? Also ich werde jetzt nicht den Namen nennen, am Ende wird er noch gefeuert. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat einfach, also wirklich, er war so ein Ehrenmann. Er hat einfach gesagt, ja, da und da kommt das hin, da und da machst du das hin. Ich hatte dann einfach eine 1. Ich hatte dann einfach eine 1, okay? Ihr müsst euch so vorstellen, alle Schulaufgaben nur 5, 6, 5, 6 so und dann auf einmal eine 1 und ich stand dann einfach zum Halbjahr auf einer 2 in der 9. Klasse, was ich noch nie stand. Meine Eltern so, ja krass, wir sind stolz auf dich, wie hast du das gemacht und so. Ich natürlich meinen Eltern nicht erzählt, weil vielleicht hätten sie Zinker-Move gemacht und den Lehrer, meine Mutter hätte das sogar gefeiert, aber trotzdem allgemein. Ich habe halt geschworen, dass ich es niemandem sage und deswegen so, ich habe versucht einfach mein Wort zu halten. Ich habe es auch niemandem aus meiner Klasse gesagt, nur meinem besten Freund so, weißt du, weil die aus meiner Klasse, die ein safe Auge gemacht und so gesagt, ey, wieso bekommt der eine gute Note und ich nicht? Bla bla bla, so, weißt du? Weil die Schulaufgabe ist richtig schlecht ausgefallen. Fast jeder hatte nur so eine 4, 5, 6 und dann komme ich, der Schlechteste, in Mathe aus der gesamten Klasse. Ey, hoffentlich sterbe ich nicht, Alter, stellt euch vor, auf einmal, ich fall so, puff. Und auf einmal komme so ich so, der Schlechteste aus der Klasse in Mathe und schreibe halt einfach eine 1 zu. Ja moin. Apus auf Trocken am Start mal wieder. Also das war echt krass. Das war richtig krass. Das war die größte Ehrenmann-Aktion, die jemals ein Lehrer bei mir gemacht hat. Also ich habe so etwas Krankes noch nie erlebt. Hattet ihr schon mal so etwas? Das Ding ist, das war auch so ein Ehrenlehrer. Der hat uns manchmal auch in der Schulaufgabe so ein paar Aufgaben gesagt bei der ganzen Klasse und so. Der wollte halt einfach, dass wir gute Noten schreiben. So ein Ehrenmann war das. Also wirklich, ich habe noch nie so einen krassen Lehrer gehabt. Falls der Lehrer das sehen sollte, dahingehend geht fette Grüße raus. Das Ding ist aber, in der 10. Klasse wurde es dann so richtig ernst und dann wurde der Lehrer zum kompletten... Egal, ich erzähle, wollt ihr die Fortsetzung von der Story hören, dann lasst einfach 20.000 Likes da. Wenn das Video irgendwie nach ein, zwei Wochen 20.000 Likes hat, so, dann hau ich die Fortsetzung raus. Wenn wir es nach einem Tag schaffen, also auf dem gestrigen Video hatten wir 15.000 Likes, wenn wir es nach einem Tag schaffen sollten, so, dann wäre es absolut geisteskrank, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. As White. As Walter White vom Breaking Bad, so ein Ding. Ey, ich hab gestern dieses Turnier gespielt, gell? Da waren die Spieler so verschwitzt. Und im Gegensatz zu dem Turnier von gestern, die Spieler sind hier ja mal übelst chillig. Der will ja gar nicht fighten, der will ja sterben, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, der war schön. Wieso schluckst du so viel? Schluckini Zucchini? Ja, danke dafür. Oh mein Gott, eine lila Scar, die wir nicht mitnehmen dürfen. Das ist frech. Also, das ist richtig frech. Hat er eine blaue Sniper? Ich glaube nicht. Schade. Ey, ich hätte so... Oh mein Gott. RIP. RIP. Einmal RIP in die Kommentare dafür, dass ich die Scar einfach liegen lassen muss. Das ist halt die Schwierigkeit an der Challenge. Ich muss jetzt eine blaue Farmers spielen, anstatt einer lilanen Scar. Aber ey, das war der absolute Ehrenmann-Move von dem Lehrer. Also wirklich, ich hatte noch nie so einen chilligen Lehrer. Ich glaube, so etwas ist, würde mir auch nicht nochmal passieren. Aber der Typ war halt übel chillig. Der war auch immer so übel cool mit seinen Schülern und so. Also wirklich, falls der das sehen sollte, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Das ist so eine Story, die werde ich auch noch meinen Kindern erzählen. Also wirklich, das war echt krass, Mann. Und ich finde, solche Lehrer sollte es mehr geben, Alter, die einfach so übel chillig drauf sind. Schaut mal, wie schlecht die Farmers ist. Ich will die lila Ska. Oh mein Gott, der hat auch eine Ska. Frechheit. Ey, die Farmers ist doch wohl so ein Witz. Der hat eine Scar, Digga. Ich habe keine Mats. Rudi, was soll ich jetzt machen? Mit der Aug, er wäre schon längst down. Problem ist, wir können gar keine Aug bekommen. Okay, einer ist auf jeden Fall dort vorne. Einer ist in der Base vor uns. Und noch einer müsste keine Ahnung wo sein.
Ja, Junge, das hast du davon. Jetzt nerv ich dich ein bisschen. Ey, glaubt ihr, der hat noch Bock? Glaubt ihr, der hat noch Bock? Ich glaube, der hat gar keinen Bock mehr. Nach diesem Triple-Headshot, Digga. Okay, 1-gegen-1 Situation. Der letzte ist hier vorne. Merkt euch eins, Freunde. Der Bratan bleibt der gleiche. Ja, okay. Komm, ich will einen geilen Bildfight draus machen. Mach doch geilen Bildfight. Och, Junge. Och, Junge. So ein Mobbing, Digga. Mach doch Bildfight, Bruder. Ist er jetzt nach unten? Nein. Ehrenmann. Ja, Bruder. Ah, jetzt geht er nach unten. Oh. Er ist nach unten gesprungen. Er hat so viel Angst vor uns bekommen, er ist nach unten gesprungen. Freunde, falls euch diese Real-Life-Story plus Challenge, der zufällige bzw. nur die Farbe des OG-Skins looten, gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall gerne ein Like da. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auch ein Abo da. Vergisst nicht unbedingt meinen Zweitkanal zu abonnieren, weil bei 50.000 Abos verlose ich dort einen OG-Skulltrooper und Schwarzer Ritter-Account. Also unbedingt ein Abo da lassen. Hashtag Abo, Hashtag Like in die Kommentare, falls ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt. Ja, Freunde, ich liebe euch, ihr seid die beste Community. Danke für den kranken Support in letzter Zeit. Das war's von meiner Seite aus. Peace, ich bin raus, euer The Max und tschüss.